Stäbchen. Ja, die Sonne scheint zwar draußen, aber mir ist kalt. Heute wieder 1000 Fragen an dich. Eine Kooperation mit anderen YouTubern und die stehen ganz unten. Die nächsten 20 Fragen sind dran, ja. 101. Treffen die deinem Sternbild zugeordneten Charaktereigenschaften auf dich zu? Bestimmt, ich habe mich bis heute noch nicht da richtig mit befasst, Leute. 102. Welche Farbe dominiert in deinem Kleiderschrank? Blau? Hellblau? Pink? Weiß? Keine Ahnung. 103. Holst du alles aus einem Tag heraus? Ich denke schon. 104. Wie viele TV-Serien schaust du regelmäßig? Keine, meine Lieben. Überhaupt keine mehr. Aber früher, wo ich jung war und schön und noch in der Ausbildung oder in der Schule sogar noch und später auch ein bisschen, gab es gute Zeiten, schlechte Zeiten und davor gab es so Zeichentrickfilme, so schöne. Und meine Lieblingsserie war 1997. Katrin ist die Beste. Ja, ich geb's zu. Und ich würde die gerne nochmal wiedersehen. Ja, die Serie. Ja. Naja, egal. 105. In welchen Momenten wärst du am liebsten ein Kind? In allen, ja, wirklich. In allen, Leute. Dann bräuchte man nicht mehr so viel Papierkram in dem Zimmer haben. Ich meine, in den ganzen... Ach, ist egal. Ihr wisst schon Bescheid. Also, ich meine, ein Kind... Doch, wobei, ein Kind hat auch viel Papierkram. Ich hab's vergessen, Leute. Ein Kind braucht Bücher zum Lernen, braucht noch mehr Papier zum Lernen und Schreiben. Ach, das ist auch alles blöd. Also, ich bleib also so. Das ist gleich. Das ist, hat gar keinen Zweck. Wir bleiben jetzt so. Braucht kein Kind mehr sein. 106. Kannst du eine Woche auf das Internet verzichten? Ja, ich kann sogar länger. Ich habe ja schon ein paar Mal länger verzichtet darauf. Jawohl. Ich gebe zu. 107. Wer kennt dich am besten? Ich kenne mich am besten. Jawohl. 108. Welche Arbeit im Haushalt findest du am wenigsten langweilig? Staubsaugen. Ja, ich habe 3 Staubsauger. Ich kann aber leider nur mit einsaugen. Und ich liebe auch nur diesen einen Sauger. Ich habe in den Jahren, wo ich schon 3 Staubsauger habe, wirklich nur mit den einen gesaugt. Naja. Und ich kann auch nicht mehr aufhören, denn es ist nicht mehr langweilig, Leute. Ich saug euch alles ab. 109. Bist du manchmal von anderen enttäuscht? Ja, von mir selber, aber von anderen? Naja, vielleicht. 110. Huch, Entschuldigung, ich glaube, ich will ein. Ah. Wie sieht ein idealer freier Tag für dich aus? Schlafen, baden, sonnen, schlafen. 111. Bist du stolz auf dich? Ja, ich bin total stolz auf mich. Ich lebe noch, Leute. Und das ist das Stolzeste, was es gibt. So. 112. Welches nutzlose Talent besitzt du? Was ist denn nutzlos, Leute? Kann mir das mal einer erklären? Ich glaube sogar, mein Witz ist wirklich, wirklich nutzbar. 113. Gibt es in deinem Leben etwas, das du nicht richtig abgeschlossen hast? Oh, die Haustür vielleicht mal? 114. Warum trinkst du Alkohol bzw. kein Alkohol? Weil ich mich gesünder fühle, wenn ich nur stilles Wasser trinke und kein Alkohol mehr. Ich habe mal Alkohol getrunken, aber ich trinke keinen Alkohol. Und ich glaube, ich war in meinem Leben vielleicht nur 4-mal besoffen oder so. Keine Ahnung. 115. Welche Sachen machen dich froh? Sachen oder geht auch die Sonne? Die Sonne macht mich froh, aber Sachen können sein,
Bücher und Musik, Leute. Wenn die CDs, wenn ich so schöne CDs und so schöne Bücher in der Hand habe, die machen mich froh, Leute. 116. Hast du heute schon einmal nach den Wolken am Himmel geschaut? Ja, sicher. Täglich mache ich das. Stündlich fast, wenn ich dann draußen bin. Mit meinem Schatzi. Also mit meinem Schatzi Putzi. Mit meinem Hundi, mit meinem Jacko. So. Mit meinem Schatzi gehe ich auch spazieren. Zwischendurch. 117. Welches Wort sagst du zu häufig? Ach du meine Güte. Nee, das ist ja, das sind mehrere Wörter. Scheiße? Nee. Welches Wort sagst du zu häufig? Das Wort vielleicht? Habe ich vergessen, tut mir leid. Ah, Alzheimer Demenz vielleicht? Naja, egal. 118. Stehst du gerne im Mittelpunkt? Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt dort oben heiß. Oder wie der Text auch so geht. Das ist doch wie im Mittelpunkt stehen. Also fliege ich lieber tief und bleibe im Hintergrund. 119. Wofür solltest du dir häufiger Zeit nehmen? Zum Baden? 120. Also für die Badewanne, ne? Also zu einem Entspannungsbad, meine ich, ne? 120. Nicht, dass ihr denkt, ich gehe nicht baden oder duschen, ne? Ich gehe auch... Also, ne? So. Entschuldigung, muss jetzt nochmal sein. 120. Sind Menschen von Natur aus gut? Ja, sie sind von Natur aus ein interessantes Geschöpf und ein Wunder der Natur. Also sind sie auch gut, weil sie gut gewachsen und gedeihen. Wie so eine Blume, sozusagen. Aber was dahinter steckt und drin steckt, das ist dann der eigenen Perspektive und Möglichkeit, so zu sehen, ob es gut oder schlecht oder sonst was ist. Meine ich zumindest. 121 gibt's. Oh, schon wieder zu viele Fragen. Oh, Leute, ich bin fertig. Das sind ja schon die nächsten 20 Fragen. Das tut mir ja schon wieder leid. Das macht ja so einen Spaß, Leute. Das glaubst du ja nicht. Ich könnte die 1000 Fragen gleich in ein Video packen. Aber leider sind es immer nur 20. Das tut mir so leid. Da könnt ihr dann das nächste Mal, müsst ihr nochmal zahlen. Fürs nächste Mal kommt dann die 120. Wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Und ich hoffe ja jetzt wirklich, dass die Videos knapp, gut und zeitlich im zeitlichen Rahmen sind. Und dass ich wirklich keine Frage, also 20 Fragen immer jetzt genommen habe, die letzten Male. Weil ich bin im Rechnen echt schlecht, Leute. Ich gebe es zu. So, wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch nur gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.